So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und ihr seht es schon an meinem Grinsen. Ich freue mich, ich kann euch endlich hier mein Bodykit zeigen. Wir sind jetzt hier schon ganz hart am Arbeiten. Es ist ungefähr mitten in der Nacht und ja, ihr hört es schon. Schaut euch das mal an. So sieht's aus. Ich habe das jetzt hier alles blank gemacht, Radlauf rausgesägt und da kommt dann eben jetzt hier die Verbreiterung drauf. Also wer meine Videos bis jetzt noch nicht verfolgt hat, der wird definitiv spätestens jetzt nicht von diesem Kanal wegkommen. Leute, es wird so krank. Wir haben vorhin die Seitenwand hinten hingehoben und den Schweller hingehoben und es sieht einfach so krank aus. Ich würde es euch am liebsten gleich zeigen, aber da müsst ihr euch jetzt noch ein bisschen gedulden. Hier seht ihr die ganzen Teile, die zeige ich euch gleich. Den einen Kotflügel haben wir schon dran, den anderen haben wir mal schon probehalber hingemacht. Also gibt es einige Anpassungsarbeiten, die da notwendig sind. Aber wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit dem etwas angenehmeren Teil, und zwar hinten. Aber ja, läuft schon. Ich zeige euch jetzt mal die Teile. Hier haben wir das White Body Kit, wo ich lange drauf gewartet habe. Jeden Tag gewartet, dass es endlich in Deutschland ankommt. Das kommt aus Russland, das Kit, ziemlich genau aus Moskau und besteht aus GFK, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, und imitiert hier das hier. Besteht aus den folgenden Teilen, alles was ihr hier seht, also einmal den Heckansatz, der wird mit dem hinteren Stoßfänger verbunden, die zwei hinteren Seitenverkleidungen, Schweller 1 und 2, Kotflügel 1 und Nummer 2 und die Front, so wie es damals beim AMG Whitebody war, beim Originalen. Hier der AMG-Schriftzug, das wird eben auch mit der Front verbunden und wird alles abreißen! Einige Zeit vergangen, ihr seht es an meinem Outfit, ich bin jetzt ein bisschen anders gekleidet. Heute ist jetzt Sonntag mittlerweile, ihr seht schon, meine Halle ist etwas voller geworden, wir haben jetzt hier ein paar Autos mehr stehen. Ja, dazu sage ich mal wann anders was. Es geht jetzt hier um ein SEC. Ich bin jetzt soweit, dass der Radlauf hier durchgeschweißt ist, da sind wir soweit fertig. Auf der Seite genau das gleiche. Und wir können jetzt praktisch abdichten, also das wird jetzt hier grundiert, damit das natürlich nicht rostet. Und dann wird es abgedichtet und dann kommen die Panels drauf. Panels haben wir hier liegen. Also ich habe mir jetzt überlegt, damit ihr schon mal ein bisschen ein Preview habt zu der Optik, werde ich mal versuchen, den Schweller schon mal so zu befestigen mit Panzertape oder so, einfach um zu gucken, wie das aussieht. Genauso auch mit dem Seitenpanel, Kotflügel vorne passt ja schon. Das werde ich jetzt mal machen und dann zeige ich euch das Ergebnis, weil ich habe es gesehen, wie wir es hingehoben haben und es sieht einfach nice aus. Also bis gleich.
Also ich habe jetzt mal auf die Schnelle die drei wichtigsten Teile hingeheftet mit Panzertape, Schwellerverkleidung, hinteres Panel, vordere Kotflügel sowieso schon dran. Jetzt seht ihr mal einen kleinen Vorgeschmack. Ich weiß nicht, ob es, also es wird natürlich nicht so wirken, wie es dann am Ende wirkt, aber zieht euch das jetzt mal rein erstmal. Ziemlich geil, oder vor allem das Heckteil, finde ich, ballert am allermeisten. Also richtig schön viel breiter. Also wir haben einmal hier die Kante, die dazu kommt, und dann natürlich noch der Radlauf als solcher, der um einiges breiter ist als der originale. Das wirkt schon mal krass. Dann die Schwellerverkleidung, die jetzt hier praktisch dann so einen Knick nach außen macht. Und somit die ganze Karosserie dann nochmal hier nach außen transportiert. Man muss sich natürlich vorstellen, hier kommen noch die Beplankungen hin, also Beplankungen an den Türen, Beplankung an den hinteren Panels und vorne am Kotflügel. Logischerweise, das heißt, das Ganze wird dann nochmal ein Stück weiter nach außen gezogen, was die Karre dann einfach, wenn der komplett auf dem Boden liegen wird, extrem massiv wirken lassen wird. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, hier haben wir jetzt keine Heckverkleidung dran in dem Fall. Die wird natürlich noch dran sein mit dem AMG-Heckansatz, der jetzt hier steht. Also das Teil hier, dieser Heckansatz, ich schalte mal kurz um. Den muss man sich natürlich noch zusätzlich vorstellen, der das Ganze dann nochmal um fast die ganze Länge nach unten transportiert mit diesem zusätzlichen Abschnitt oder Absatz, besser gesagt, hier unten. Und dann, wie wenn das nicht genug wäre, kommt natürlich dann noch der AMG Frontsplitter an die Frontverkleidung. Was viele mit Sicherheit interessieren wird, ist der direkte Vergleich zwischen dem Serienkotflügel und jetzt dem Breitbau. Deswegen habe ich hier einmal beide Kotflügel hingelegt und zeige euch jetzt mal im direkten Vergleich, wie viel optische Breite wir hier jetzt gewinnen. Hinten ist natürlich noch krasser, also hinten geht der Breitbau noch mal weiter nach draußen im Vergleich zum Originalradlauf, da kann ich es leider nur nicht so direkt vergleichen, aber jetzt schauen wir uns mal den Kotflügel an hier. So, man muss natürlich direkt dazu sagen, dass es sich hier bei dem Originalteil um einen 560er Kotflügel handelt, der ja bereits von Haus aus hier breiter ist als jetzt zum Beispiel beim 500er SEC und bei den ganzen anderen 126er Varianten. Das heißt, hier haben wir schon die breiteste originale Version. Ich denke mal, von der Form hier wird jetzt beim Breitbau nicht viel Unterschied sein. Das wird ähnlich sein. Ja, gefühlt noch mal ein bisschen, ein Ticken breiter, aber nicht allzu krass, nicht allzu übertrieben. Was den größten Unterschied ausmacht, ist das hier. Also diese Fläche hier, die den ganzen Radlauf einfach nach außen transportiert. Hier sieht man es gut. Das ist hier genau die Distanz, die wir weiter nach außen gehen. Ich glaube, so aus dem Winkel sieht man es ganz gut, wie viel breiter der Breitbaukotflügel ist. Schaut euch das mal an. Also auch von der Form her, der ist natürlich ein bisschen deformiert wegen Rost und weil die Kante umgelegt ist und. Aber ja, das hier gefällt mir von der Optik schon nochmal um einiges besser. Und gibt dem Auto einfach nochmal mehr den aggressiven Charakter. Und jetzt von hier sieht man auch, dass die Kante hier einfach oder die Fläche auch länger ist und breiter ist und vor allem weiter nach vorne gezogen wird. Also hier geht es nach innen ziemlich stark. Also hier haben wir einen ganz kleinen Abstand. Und hier beim Breitbau geht das Ganze hier massiv
bis ganz vorne ausgestellt raus. Und hier setzt dann eben auch direkt der Front-Splitter bzw. die Frontschürze dann eben an mit dem zusätzlichen Teil. So, jetzt nochmal von der Perspektive mal schauen, was man da so sieht. Ja, okay, ich glaube, dass da gibt es keine Fragen mehr, oder? Ich glaube, spätestens jetzt sollte es allen klar sein. Massiv richtig gut. Richtig gut. So, jetzt habe ich die provisorische Verbreiterung wieder entfernt. Nicht, dass die mir am Schluss noch auf den Boden kracht oder so. Was ich unbedingt noch loswerden wollte zum Thema Passform. Also den Kotflügel haben wir ja schon angepasst, mehr oder weniger. Also es passt hier alles, Blinker passt, die Leiste unten, die hängt jetzt zwar runter, aber die passt auch. Und die Haube geht richtig zu. Feineinstellungen müssen wir natürlich noch machen. War relativ unkompliziert bei dem Kotflügel. Wir mussten nur hier vorne ein bisschen anpassen und hier an der Tür, an dem Abschluss ein bisschen anpassen, damit das richtig, damit die Tür richtig auf und zu geht. Auf der anderen Seite sieht es schon ein bisschen anders aus. Also da wird es, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Da passt der Kotflügel noch nicht so ganz. Da haben wir hier in dem hinteren Bereich ein bisschen Probleme. Also hier und auch, man sieht es hier, da streift er ein bisschen. Also da werden ein bisschen mehr Anpassungsarbeiten wahrscheinlich notwendig sein, als jetzt auf der anderen Seite. Aber alles in allem muss ich sagen, machen die Teile einen sehr guten Eindruck. Vor allem die hinteren Panels, die Schweller sind in einem super, in einer super Qualität gefertigt. Die passen picobello. Und ja, da macht das natürlich dann Spaß, weil das ist ein großes Risiko bei den Whitebody-Kits oder halt allgemein bei den GFK-Teilen. Das ist einfach unendlich viel Anpassung erfordert und ja, das haben wir jetzt hier nicht so extrem. Natürlich muss man immer Hand anlegen, man kann bei sowas nie erwarten, dass man ein Bodykit Plug and Play einbaut. Ich glaube aber ehrlich gesagt, Leute, selbst wenn ihr ein extrem teures Bodykit kaufen würdet von namhaften Tunern wie Prior Design, Brabus, was auch immer, ich glaube, immer sind notwendige oder Anpassungsarbeiten gezwungenermaßen notwendig, damit das Ganze passt. An der G-Klasse habe ich ja die Verbreiterung auch aus GFK hingemacht und ja, man muss immer nacharbeiten, aber es ist auch halb so schlimm. Man muss einfach sich ein bisschen Zeit nehmen und geduldig sein, bis das Ganze passt, bevor man das dann eben zum Lackieren gibt, weil wenn die Teile lackiert sind, dann gibt es kein Zurück mehr, dann ist es vorbei. So eine Art Breitbau ist natürlich nicht zu vergleichen mit den König-Spezialbreitbauten, die das Fahrzeug ja einfach komplett anders wirken lassen, also eine komplette Optikveränderung vorgenommen wird. Das war ja keinesfalls irgendwas, was wir jetzt machen wollten hier. Es geht um die Originalität und es gab genau diese Optik damals beim 126er SEC Original von AMG. Damals war, glaube ich, AMG noch nicht mit Mercedes zusammen. Die haben ihr eigenes Ding gemacht. Das heißt, die haben die Autos gekauft, auseinandergerissen und breit gemacht. Da gab es mehrere Varianten, die man da bei AMG bestellen konnte oder kaufen konnte. Angefangen von Federn, Verspoilerung, Felgen und. Und dann eben auch original komplette Autos, AMG Whitebody, auch mit dem 6 Liter Motor mit 2 Nockenwellen pro Bank. Also da konnte man schon richtig Geld liegen lassen damals bei AMG. Und ich habe mich einfach, als ich das erste Mal diesen Whitebody gesehen habe, ich habe noch nie einen in echt gesehen, einfach nur auf Bildern, habe ich mich sofort in diese Optik verliebt, vor allem in diese längere Kante hier, weil ich finde, das ist das, was mir bei dem Auto so ein bisschen fehlt. Und ja, das machen wir jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, Leute. Ich mache mich jetzt weiter an die Arbeit, damit ich euch Fortschritt bieten kann und bringen kann. Deswegen zeigt mir euren Support, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne speziell sehen würdet. Ich mache mich weiter an die Arbeit. Wir sehen uns am Samstag. Peace.